So, meine Freunde, willkommen hier zurück zu SGE Swiss German Elite. Mein Name ist Blaze Chris und eine neue Folge Jobsy Style. Oh Mann, heute, was ihr heute zu hören bekommt, ey, das ist richtig übelst krank. Ey. Da mischt sich eine Mutter ein, ein 10-jähriges Kind, was das Gefühl hat, es nimmt alles auseinander. Okay, man muss sagen, die Argumente sind eigentlich nicht schlecht. Aber ohne Witz, das müsst ihr euch anhören, ey. Das müsst ihr euch geben. Das ist richtig geil. Oh Mann, 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 Mann. Also ich wünsche euch mal schon viel Spaß bei der ersten Folge. Und ohne Witz, also am Anfang ist es nicht so laut, aber bitte, 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 bitte schaltet es ein bisschen leiser, weil es kann Ohrenbluten geben. Viel Spaß! Hey, Soulplay? Ja? Danke für deinen Account. Was? Danke für deinen Account. Du hast ihn mir doch jetzt geschenkt, oder? Nein. Doch. Ey, bitte gib mir ihn, bitte. Du hast ihn mir doch geschenkt. Nein, bitte, im Ernst. Na, du hast doch geschenkt, was willst du? Nein, im Ernst, ich hab nichts anderes, bitte. Und du hast mir doch nein, im doch Ernst. Geschenkt. Was ist los? Nein, hab ich nicht, bitte. Ich hab nichts anderes. Du hast doch geschenkt, was ist los bei dir? Nein! Ich dachte, du schenkst ihn mir. Left 4 Dead 2 Beta. Schau mal, wie ich. Hallo? Echt mal. Hallo? Tag. Du! Was? Bitte! Gib! Bitte! Ich hab nichts anderes! Bitte! Nein, Luther! Mein Kopierer! Wo bist du denn? Scheiß Troll, nein, Alter! Nein, Luther, komm mal mit Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Was ist da passiert? Was machst du? Was machst du? Was machst du deine Sohn oder was? Was machst du? Maschkurin sine pitschka ti materina. Maiko ti jebem. Bitte Deutsch. Bitte auf Jeba ću ti mater najću te, majke mi Isusove, krvi mi Isusove najću te. Jeba ću ti mater i tvome sinu. Usrano me. Niemand versteht dich. Was ist los hier? Ja, versteht nicht. Verstehst du deinen Sohn? Welchen Sohn? Warum mein Sohn, Alter? Sagst du, mein Mono. Hallo? Hallo? Hi. Ja, der ist am Verzweifeln, dass sein Account jetzt weg ist. Oh Mann, die Mutter, die ist übelst krass drauf, Mann. Also es, nur damit ihr es wisst, das war Serbisch, die es nicht verstanden haben. Und die sagt irgendwie, ich finde dich, ich deine Generation und alles Mögliche da, also ist richtig krank. Der zweite ist auch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wir hören direkt mal rein. Viel Spaß. Oh. Kleiner Hurensohn, kleiner Hurensohn wird gemessert. Guck mal, deine Mutter wird gemessert und zwar unten durch. Ey, der Server ist voll. Schön für dich, deine Mutter ist auch voll. Mann!
zu weinen. Nein, Fotzen! Kleine Uhrensohn! Toll. Schweden! Deine Mutter ist Schweden! Left your channel. User left your channel. User left your channel! User vergessen! Jetzt reicht's mir, Uhrensohn! Jetzt hack ich den Server! Jetzt seid ihr gefickt! Deine Mutter! Bam! 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 Alter, ist das normal mit dir? Mister 5-1! Alter, ich hatte dich noch nie so ausgerastet. Deine Mutter ist ausgerastet! Boah, der Klotzer! Ey, der Junge kann schon gut abgehen, ey. Oh Mann, also solche Leute hört man selten, aber richtig geil. Wenn man sie mal an der Strippe hat, dann ist es richtig krank, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So ein quickendes Schweinchen. So kann man ausrasten, ey, ohne Witz. Also ich bin jetzt zwar noch nie so ausgerastet, aber vielleicht kommt ja mal irgendwann mal der Zeitpunkt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh Mann, also... Jetzt kommt Nummer 3. Jetzt kommt der kleine junge Mann. Richtig geil, richtig geil. Zuhören und lachen, ey. Geschrieben wird CKE, weißt du? Dreckiger Legastheniker. Ich hab was gegen Behinderte. Ich hab was gegen geistig und körperlich Behinderte. Ich werde euch alle töten. Ich hab was gegen Schwuchten. Ich hab was gegen euch alle, ihr Missgeburten. Was gegen dich? Viel schlimmer. Ja was, Alter, was für Missgeburt? Wenigstens bin ich nicht körperlich oder geistig behindert, so wie du. So bin ich das? Und wenigstens kommt meine Mutter nicht dauernd ins Zimmer und dann bringt sie mir so ein ekliges Fußbad für so eine ekligen Eiterfüße wie deine. Wo du raufdrückst und auf einmal so eine Tube Eiter rauskommt, Digga. Junge, ist dein Fuß eigentlich eine Tube Zahnpasta oder was? Drückst du rauf und dann kommt was raus. Was ist das denn? Na. Junge, geh dir mal einen Fuß zusammenbasteln, Alter. Du hast echt nur gelitten. Junge, und ich nehme meine Katze nicht und hau ihr den Kopf gegen den Boden. Ich versuche auch nicht Colaflaschen auf ihrem Kopf zu balancieren, du Hässlette. Auf ihrem Bauch. Soll ich die eigentlich schlagen nicht oder was? Kopf. Ja, Kopf, Bauch, alles dasselbe, Junge. Du hast gar keinen Bauch. Wer bist du eigentlich? Junge, du hast Arme, Bein und keinen Kopf. Eben hatte ich keinen Bauch. Jetzt habe ich keinen Kopf. Ey, Junge, du hast keinen Bauch und keinen Kopf, Junge. Junge, du hast arme Beine, Manny. Womit red ich Junge, mit dir, Digga? Junge, du hast gar nichts, Alter. Du hast nicht mal Haare, Digga. Du hast nicht mal Haare, du Hässlette. Klar, ne? Komm halt die Fresse, Junge. Ey, du bist so unter, Junge, halt doch einfach mal die Fresse, siehst du es nicht ein, ey? Siehst du nicht ein, dass ich dich weghaue, Digga? Das ist wie Bodybuilding, Digga, von Rappen krieg ich Muskeln! So, Stiefu! Guck mal, Digga, dir fällt nichts ein, da machst du immer gleich BABABABA! Junge, ist dein Vater BABABABA oder was? BABABABA! Und plötzlich bist du eine Kugel mit Arm und Bein oder was? Junge, du sagst einmal Baba Papa und auf einmal bist du ein Schiff. Geht nicht klar, Junge, laber doch keine Scheiße. Junge, Teletubbies sind deine Familienkameraden, Digga. Digga, Hitler ist dein Vater. Du bist Jude und Hitler ist dein Vater. Digga, du bist gestört. Junge, leide doch nicht so viel. Halt doch mal die Fresse. Checkst du es nicht? Halt die Fresse, Mann. Aber einfach nicht. Junge, rauchst du's nicht! Halt die Fresse, Junge!
Aber ey, sogar neunjährige Kanacke könnte dir den Arsch aufreißen. Junge, er beißt ihn in den Schwanz und zieht ihn dir dann raus. Welcher Schwanz überhaupt? Er steckt den Vibrator in die Fotze. Meinst du mit neunjähriger Kanacke dich? Mit neunjähriger Kanacke meine ich dein Vater, du hässliches Kind. Weil du bist doch eine neunjährige Kanacke. Junge, wäre deine Mutter 10 Cent billiger gewesen, hätte ich, wäre ich heute dein Vater. Sehr cool. Es geht aber, ich bin älter als du. Komm halt die Fresse, Junge. Du bist ein Reagenzglaskind, ey. Junge, Austin Powers hat mehr Haare auf der Brust als du am ganzen Körper. Habe ich schon gesagt, dass du ziemlich hässlich bist? Junge, soll ich dir was sagen? Congratulations, you are the winner of the smallest penis contest. Soll ich dir mal was sagen? Halt die Fresse. Halt doch die Fresse. Guck dir fällt nichts gesagt. Ein, du bist so dumm, Digga. Du bist so dumm im Kopf. Digga. Dir fällt nichts ein. Du, komm, Alter. Du bist so schlecht, Alter. Guck. Ey, dir fällt nichts ein. Immer nur. Junge, deine Eltern sind und Du bist wie ein Tippi, Digga. Du kannst nichts anderes sagen, Digga. Oh Mann, dieses Kind ist einfach krass, ey, einfach krass drauf, ohne Witz. Und solche Kinder zocken auch, ey. Ich weiß nicht, was dem jetzt irgendwie fehlt oder so. Vielleicht hat er keine Freunde oder keine Ahnung, ey. Aber so, ich musste mich weglachen, ey. Ich musste mich echt weglachen. Und alle diese Gespräche wurden im Teamspeak aufgenommen, also richtig übelste Scheiße, ey. Oh Mann. Ich liebe es, wenn solche Momente stattfinden im TS oder allgemein im In-Game. Es ist richtig übel. Ja, eben, wie gesagt, also ich werde in Zukunft auch weiterhin Raidjobs, Singops posten. Also ich denke mal, das nächste Video wird wahrscheinlich eine Folge entweder Singops sein oder... Wenn es möglich ist, dass ich mit Aya Dümdüm jetzt das nächste Nervig-Dich-Video mache, dann auf jeden Fall das. Und ihr müsst mir einfach verzeihen, wenn es jetzt halt nicht jedes Mal pünktlich kommt, weil es ist richtig schwierig, allgemein Zeit zu finden, um alles so aufzunehmen. Es war natürlich einfacher gedacht, wie es möglich ist zu tun, aber naja, was will man denn tun? Hauptsache es kommt irgendwann mal. Und schaut weiterhin jetzt die Videos, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, wie es geht, Daumen nach oben lassen, teilen nicht vergessen und auf jeden Fall weiter ausrasten. Also das ist natürlich, wie gesagt, Futter für mich. Oder wenn ihr ein paar singende Talente habt, müsst ihr sie mir nur sagen oder zeigen oder hören lassen. Und dann kann ich das natürlich auch im Video verwenden. Das Gameplay ist von Weil91, das ist ein guter Kumpel von mir. Das war, glaube ich, in 193 oder 196:9 bei Black Ops 2 auf Nuketown. Das seht ihr. Ich habe mich mal bedient. Ich danke dir, Weil. Du hast mir gesagt, wenn ich was brauche, kann ich es nehmen. Und auf jeden Fall richtig geiles Gameplay. Ja, wenn ihr weiterhin solche Folgen sehen wollt, dann gebt mir Bescheid. Daumen nach oben da lassen, wie schon nochmal gesagt, damit ich weiß, ob ich weitermachen soll. Aber ich werde da sowieso weiterführen. Ob ihr das jetzt nicht mögt oder doch, das spielt keine Rolle. Gar keine Rolle. Ja, schaut mal bei Aya Dümdüm vorbei. Das ist Pflicht, muss sein. Er macht natürlich auch geile Commentaries. Schaut bei meinem Bruder vorbei, Daniel The Click, der macht geile Let's Plays. Hinterlasst den beiden mal ein Abo da und unten in den Kommentaren einen Gruß von mir, dass ihr von meiner Seite kommt. Und ja, oh, es ist richtig schön, immer wieder solche Leute zu hören, die einfach durchdrehen. Ja, vielleicht sieht man sich mal online. Also ich weiß ja nicht, die mich nicht geaddet haben und mich noch adden wollen, tut es einfach. Es hat Platz, solange es hat. Wer weiß, vielleicht zockt man sich ja. Ja, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich wie immer. Cheerio, bye-bye, euer Blaze Chris. Bleibt am Laufenden und schaut immer wieder vorbei. Cheerio, bye-bye. Ciao. Reinhauen, Leute.